herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch mitgebracht Taschen. Und zwar geht es jetzt als allererstes mal um diese symmetrische, oder Tütchen besser gesagt. Es können Tütchen oder Taschen sein, wie ihr es wollt. So, dieses symmetrische Hase hier wollen wir machen, das ist mein Prototyp. Ihr seht, dass die Flaps hier übereinander gehen und wenn ich die richtige Seite nach oben packe, ist es symmetrisch. Wenn ich die falsche Seite nach oben packe, dann nicht. Als zweites haben wir noch eine andere Art von Tüte, aber die werde ich euch gleich erst zeigen. Bevor wir hier richtig loslegen, ich freue mich über Likes, Kommentare und neue Abonnenten. Also legt los. Ich habe ein Papier. Ich möchte jetzt aus diesem Papier dieses Taschendingens machen. Ich messe jetzt erstmal, wie breit man Schatzi ist. Das ist 15 und ein Keks. 15 und ein Keks geteilt durch 4. Ich habe heute Morgen schon festgestellt, ich bin im Kopfrechnen heute Morgen nicht so ganz fit. Sind wir bei 3,5 mal mindestens. So, und das ist jetzt annäherungsweise und das ist gar nicht so schlimm. So, 3,5 plus 3,5 sind 7. Das heißt, wir müssen einmal 3,5 messen und dann einmal auf die 7 gehen. Ich zeige euch das jetzt. Ich möchte, dass meine Herzchen hier innen sind. Das heißt, ich nehme jetzt die Seite zum Falzen, weil aus Tälern ja Berge werden, wie wir ja wissen. Und deswegen ich hier falze, damit diese Seite nach innen geklappt ist. So, erstmal die Dreiteilung. 3,5. 3,5 plus 7 sind wir bei 10,5. Gucken wir uns den Spaß mal an, ob das, was ich mir so gedacht habe, funktioniert. Jetzt habe ich euch was Tolles erzählt und was ganz anderes gemacht. Aus Tälern werden Berge, das heißt, man muss auf der Außenseite falzen, liebe Leute. Es ist noch früh am Morgen. Und ich mache jetzt einfach mal weiter, falze auf der richtigen Seite. Ihr habt das natürlich nicht gemerkt und seid total dafür, dass das jetzt alles richtig gut klappt. Jetzt haben wir doppelt gefalzt und hält es besser. Ich biege mir das jetzt schon einmal hier rüber. So. Ihr seht, es ist symmetrisch. Und zwar deswegen, weil ich hier die Hälfte von der Mitte genommen habe, die Hälfte von der Innenseite genommen habe, der Fläche. Wenn ich es so rumlege, ist es asymmetrisch. Also, wenn ich es symmetrisch haben möchte, mache ich das so. Jetzt möchte ich mir überlegen, wie viel Klappe will ich unten haben. Ich gehe jetzt mal auf 2 cm und ich messe jetzt auf die andere Seite hier. Ich möchte, dass das hier 2 cm rüber flappt. So, das ist jetzt der Flap, der das Ganze zumacht. Also diese Lasche, ihr seht's. Jetzt möchte ich mir überlegen, wie viel will ich oben haben bei der Länge übrig bleiben. Wenn ich unten 2 habe, machen oben wahrscheinlich 4 Sinn. Jetzt muss ich mir das Ganze umdrehen, weil meine 4 da nicht mehr reicht. Auf der anderen Seite der Falzkante. Nicht schlimm. So. Jetzt, ihr seht es am besten wahrscheinlich hier. Oh, ja. Ihr seht es, wir haben hier und dort Knicke. Ich kann sie ja mal nachknicken, dann seht ihr sie besser. Also. Wir haben da Knicke und dort Knicke. So, jetzt einmal wieder nach oben ausrichten. Was möchte ich behalten? Ich brauche die Flap, die Flap, die, die. Das heißt, der Rest kann gehen. So. Das ist halt auch eine sehr einfache Verpackung, wenn ihr einfach irgendwie eine Kleinigkeit verpacken wollt, sei es irgendwie ein Schmuck oder ja jetzt auch zum Beispiel zur Advent, wenn ihr irgendwas in eurem Adventspäckchen noch ein bisschen extra verpacken wollt, damit es nicht rumfliegt. Also zum Beispiel macht ihr für einen Adventskalender für Bastler, packt da Charms rein und die sollen nicht einfach so durch die Gegend fliegen. Super Sache. Schick. Schnapp. Dann habt ihr nämlich hier das Richtige. Meine Schneidemaschine darf jetzt einmal zur Seite gehen.
Jetzt sind wir schon mal so weit. Jetzt machen wir das Ganze noch ein bisschen hübsch, bevor wir das jetzt hier gleich zusammenkleben. Wollen wir einmal die Ecken ein bisschen abrunden. Schwuppdiwupp, Ecken weg. Ach Gott. Ecken ab. So, ihr seht, Flip 1, Flip 2, einmal schon fast fertig, ne? Aber das wäre natürlich nicht ganz so schick, wie ich mir das vorstelle, weil ich ja noch so einen, ich sag mal, Eingriff haben will. Das klingt so ein bisschen nach Hose, egal. Und ich mache das jetzt einfach so. Nehme mir meine Schablone und mache hier einfach mal Pi mal Nase. Ich muss natürlich gucken, ne? Ich muss gucken, dass es rechts und links vernünftig ausgerichtet ist. Und ich muss auch gucken, dass einfach der Flap dann noch drüber kommt. Tut er das nämlich nicht mehr? Sieht das scheiße aus, ganz ehrlich. Um es mal ganz auf Deutsch zu formulieren, das sieht beknackt aus. So. Also schneiden wir uns unseren Halbkreis hier aus. Und schnipp, 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 schnipp. Zack. Da unten ist das wurscht, weil dieser Flap verschwindet zur Hälfte. Sieht schon viel besser aus, oder? Wenn man das so ein bisschen schick gemacht hat. So, natürlich. Was wäre ein Vintage-Tütchen ohne entsprechendes Distressing? Das wäre doch gar nichts. Also fix einmal drumherum distressed. Ich bin gerade so ein bisschen im Verpackungsfieber. Einfach mal darüber nachzudenken, was macht man zu Advent? Gibt es vielleicht so eine Aktion? Ich habe mich bei einer Happy Mail Aktion mit angemeldet, wo wir einfach Adventskalender tauschen. Also im Endeffekt tauschen wir 3/3 Adventskalender. Also ich kriege von 3 Leuten jeweils 1/3 und 3 Leute kriegen von mir jeweils 1/3. Das wird bestimmt total lustig. Ich einfach von 3 verschiedenen Leuten ein Stück Adventskalender bekommen. So, die halt auch von mir, wie gesagt. Und dort kann man natürlich wunderbar so mal so eine kleine Verpackung mit einfließen lassen. Schwupp. Irgendwo war Kissen. Ja. Irgendwas ist immer da. Kanten, die undistressed ausschauen. So. So, jetzt haben wir natürlich hier das alles gut und alles fein. Jetzt könnten wir das zukleben. Könnten. Das sagt ja schon irgendwie alles, ne? Könnten jetzt so viel. Wir könnten das aber noch ein bisschen schicker machen und uns hier noch so einen Knopf dran machen, den wir halb festkleben, damit wir eine Schließe haben. Natürlich kann man jetzt wieder ein Band und eine Öse und tralala. Das kann man alles. Man kann aber auch einfach das Ganze mit einem Stecksystem lösen. Das zeige ich euch jetzt nämlich auch. Ich glaube, ich mache ein weiteres Video für die nächste Tasche, damit ihr da mal ein Bild von habt, dass es unterschiedliche Sachen gibt und auch, sag mal, einfach verschiedene Anleitungen. Sonst kommt man nämlich schnell ins Tüdeln, wenn ich die jetzt hier mixe. So. Klebe auf. Pinsel aus dem Wasser gerettet. Wo ist mein Tuch? Da. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie der Schreibtisch drumherum aussieht. Obwohl, so ein bisschen kleinen Einblick habt ihr davon, wie das hier ausschaut. So, als allererstes mache ich den mittleren Flap. Ich mache es mir jetzt doppelt einfach. Ich mache einmal diese Kante hier, also die lange Kante von außen. Ich mache einmal die kurze Kante von innen, dann ist es nämlich wirklich zu, ohne dass irgendwo innen oder außen irgendwas absteht.
So. Zauberkadaver. Erst die lange Seite zu und dann die kurze Seite zu. Pinsel aus dem Weg. So, ein bisschen zugedrückt. Jetzt kann ich hier mit dem Restkleber noch einen kleinen Punkt auf den anderen Punkt setzen. Ups. Den brauche ich nämlich auch gleich. So, das hält schon mal. Das ist sehr schön, weil jetzt machen wir den unteren Flap zu. Ihr seht ja, wie pups einfach und ratzenfatz das geht. Und wenn ihr Papier überhaupt, ne, von irgendeiner Aktion, und habt da irgendwie so ein, was weiß ich, 12x12, 15x15, 16x16 oder auch irgendeine krumme Größe, das geht mit jedem. Ihr seht ja hier, wie klein das geht und selbst hier kann man noch was reinpacken. Ne? Also es ist ein Mini-Papier. So. Eigentlich ist die Tasche jetzt schon fertig. Jetzt ist es natürlich so, dass man die auch ein bisschen zumachen möchte. Und dafür klebe ich jetzt diesen Knopf hier an, zur Hälfte. Ihr seht es, ne? Dass man den hier dann hinterschieben kann. Aber vertut euch nicht. Der darf nicht zu hoch sitzen. Weil sonst tut ihr euch echt schwer, gerade wenn ihr so einen Kartzug habt wie ich hier, tut euch echt schwer, den da hinterzutüdeln. So, jetzt genau gucken, wo ist der Kleber? So, ist meistens schon ausreichend. Ich mache das jetzt nicht wieder auf. Es macht sich selber auf. Jetzt ist der Punkt, wo man was Schweres drauflegt, bis es trocken ist. Zum Beispiel ein Zack. So. Jetzt habt ihr hier meine tolle Konstruktion. Und das war es eigentlich schon mit dieser Tasche. Also sie ist einfach, man kann kleine Charms oder irgendwas reinpacken, man kann sie zustecken und ich weiß nicht, ich gucke mal aufs Video, wie lange habe ich denn gebraucht? 10 Minuten, ich werde erzählen. Seht ihr, ihr habt eine Tasche, wunderbar. Und ich mache jetzt gleich mit dem zweiten Video weiter. Das zweite Video bekommt ihr dann irgendwie demnächst später, also nach diesem Jahr. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei diesem Video und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Bis demnächst in diesem Kino.